Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zum Deep Talk Update 090. Das neue Jahr ist noch gar nicht so alt, aber das erste Update steht parat und es wird britische Kreuzer genannt. Und weil die britischen Kreuzer so schwer sind, habe ich mir noch den Uwe dazu geholt, wie ihr es im Deep Talk kennt. Hallo Uwe. Hallo, im Real Life gehen die Briten, hier kommen die Briten und wir versuchen euch alles zu 090 kompakt, wie ihr es kennt von uns, zusammenzufassen und zu präsentieren, dass ihr wisst, was kommt in dieser Woche auf euch zu. So ist es. Am 16. Januar kommt das Update nämlich mit 2,8 GB bei euch an. Ihr könnt es jetzt schon vorab laden in dem Wargaming Center. Wenn ihr dieses nutzt, dann könnt ihr nämlich jetzt schon die Daten dafür runterladen. Downtime wird am 16. von 6 Uhr bis 9 Uhr sein. Ach. Voraussichtlich. Ja, muss man immer dazu sagen, sie haben es ja auch schon mal ein, zwei Stunden länger gebraucht. Ja, so ist ja. es. Und wie gesagt, die britischen Kreuzer kommen. Ja, T5 bis T8 Vorabzugang. Wir haben es in diversen Videos schon thematisiert und auch immer wieder in unseren Livestreams, wenn es darum ging, die Sachen mal vorzustellen und so. Ja, und es wird keine Container geben, die ihr direkt irgendwie im Store kaufen könnt oder erspielen müsst, sondern es wird sozusagen sogenannte Zufallspakete geben, da gehen wir gleich drauf ein. Was zeichnet denn die britischen Kreuzer eigentlich aus? Wir haben hier so eine kleine Übersicht, die möchten wir ganz kurz mal umreißen. Die haben eine kurze Feuerreichweite dafür, aber eine hohe Durchschlagskraft. Eine relativ hohe Geschossbahn, also ihr müsst euch adaptieren mit dem Zielen. Ja, also es ist dann nicht so, wie sagt man, intuitiv, dass man genau richtig vorhält, sondern man muss sich so ein bisschen einstellen darauf. Es wird eine sehr, sehr gute. Es ist wie bei der Minotaur, ne? Da muss man sich auch, wenn man die bekommt, erstmal dran gewöhnen, dass die ja so eine wahnsinnig hohe Schussbahn hat. Wenn man es dann kann, glaube ich, und das wird hier genauso sein, dann ist es sehr angenehm, aber am Anfang ist eine Umstellung auf jeden Fall. Und. Nächste Besonderheit für britische Schiffe kann man ja bald schon sagen, Sprenggranaten, also HE-Granaten sind hier verfügbar, während die leichten Kreuzer das eben nicht haben. Sonst ist eigentlich Torpedo-Einzelabwurf, kennt er schon, gut gepanzerte zentrale Bereiche, hatten wir schon erwähnt in den Livestreams unter anderem. Aber wir haben hier eine sehr gute Reparaturmannschaft, die 50% des Zitadellenschadens wiederherstellen kann, das erhöht eure Überlebensfähigkeit immens. Und allgemein, die Reparaturmannschaft kann bis zu 2% der maximalen Trefferpunkte des Schiffes wiederherstellen. Und also dann, quasi das Schiff neu ausdrucken, wie man ja, so schön sagt. Genau, so Art Conqueror ähnlich sozusagen, weil andere Bereiche sind sogar noch besser. Ne? Also wenn man die Kasematten trifft, sind es glaube ich 60% und so eine Sache, die wiederhergestellt werden können. Also eine ganz ordentliche Sache. Dann gibt es Hydroakustik und gibt defensive Flakfeuer. Und was man noch erwähnen kann, das möchte ich nicht vergessen, die 234mm Kanonen, das wird auf der Drake und auf der Goliath drauf sein, bei den Forschungsbaumschiffen. Und dann gibt es noch der T8 Premium Schiff, die Cheshire, und die wird auch 234mm Kanonen bekommen. Die haben dann ein Viertel Penetration bei den HE-Granaten, was euch dann auf sogar 58mm Panzerung bringt, die ihr durchschlagen könntet. Setzt euch ganz gut in die Lage, so ziemlich alle Schlachtschiffe auch durchs Deck zu penetrieren, außer bei der Kreml. Die hat nämlich 60 mm. Aber dieses Mal kriegen wir erstmal T5 bis T8. T9 und T10 kommt dann im nächsten Update erst. Und man darf auch nicht vergessen, weil du das gerade erwähnt hattest, man hat hydroakustische Suche und defensives Flakfeuer, aber man hat die Wahl. Man hat immer nur eins von beiden zur Verfügung. So ist es. Man muss es sich aussuchen. Genau. So, wie kriegen wir die ganze Geschichte denn? Wie kriegen wir das Ganze? Genau, es gibt, weil wir hatten ja gerade so viel Spaß mit den Direktiven der Puerto Rico und deshalb gibt es gleich neue Direktiven. Insgesamt 36 Aufträge verteilt auf 4 Direktiven und ihr kennt das Prozedere schon, ne? Die erste Direktive wird sofort verfügbar sein, die nächste dann in einer Woche, sodass wir über 4 Wochen verteilt das Ganze kriegen. Und ihr bekommt übliche Sachen, ne? Verbrauchbare, also Tarnung, Credits, Signale und so weiter und so fort. Aber für das Abschließen von Direktiven werdet ihr mit den britischen Marken belohnt. Und diese britischen Marken, die könnt ihr halt über Direktiven, über tägliche Aufträge und auch, es wird wieder so einen Login-Bonus geben über eine gewisse Zeit. Du sagtest, glaube ich, 14 oder 16 Tage. Genau, 14. Hat man Zeit, sich dort 10-mal einzuloggen und dann bekommt ihr auch dort unter anderem britische Marken. Und diese britischen Marken, das kennt ihr auch schon, die kann man dann in der Waffenkammer gegen Zufallspakete eintauschen. Und in denen können dann halt die 4 britischen Vorabschiffe drinne sein. Aber
da gibt es noch mehr in den Zufallspaketen. Genau, da ist eine ganze Menge mehr drin. Es gibt hier das königliche und das imperiale Paket. Bei diesen Zufallspaketen seht ihr wieder im Vorwege, was in diesen Paketen drin ist. Also ihr kauft nicht blind, sondern ihr habt einen Blick rein, was ihr da bekommen werdet. Für die Marken bekommt ihr das königliche Paket. Da sind dann nur ein paar Wimpel drin, hier Roter Drache oder Tarnung, Union Jack und so weiter. Ihr seht das hier, auch die Kohle ist nur 400 Einheiten. Gebt ihr aber 1000 Dublonen für so ein Zufallspaket aus, dann sieht das alles schon anders aus. Dann kriegt ihr nämlich 5 von diesen besonderen Wimpeln, 7 von den Tarnungen, 5000 Kohle kann da drinne sein, alles Mögliche. Ne? Und halt random eins der 4 Schiffe, die demnächst dann auch in den Forschungsbaum verfügbar sein werden. Also nochmal ganz klarer Hinweis, es sind hier keine Schiffe, die ihr nur in diesen Container bekommt, sondern spätestens mit Update 091 sind diese Schiffe dann auch komplett im Spiel verfügbar. Also sind dann erforschbar. Ne? Also nur mal so, bevor sich da jemand genötigt sieht, hier Geld ausgeben zu müssen. Ihr müsst kein Geld ausgeben, ihr könnt. Ja? Genau. Und du sagtest ja vorhin schon, es gibt diesmal keine Container im Store zu kaufen, sondern ihr könnt halt, wenn ihr das ein bisschen beschleunigen oder eure Chancen erhöhen wollt, könnt ihr hier halt Dublonen in der Waffenkammer ausgeben, was ja so quasi das Pound-Down dazu ist. Genau, so ist es wohl. Also zumindest wüssten wir jetzt nicht, das steht hier auch nirgendwo, dass es irgendwie Container geben wird, sondern eben wirklich nur diese Variante, um die Schiffe zu bekommen. Oder Wargaming hat sich dann wieder was Neues ausgedacht und wird uns mit irgendeiner anderen Variante überraschen, die dann vielleicht am Freitag im Store zu finden ist. Das können wir ja noch nicht wissen. Auch bei Schiffen wissen wir es noch nicht. Angekündigt ist nichts Neues an Premium-Schiffen, aber das kann ja trotzdem alles ganz überraschend kommen, kennt ihr ja schon. Nicht so ganz überraschend kommen die Clan-Gefechte, die nächsten, und zwar die Season 8 sozusagen. Es ist natürlich wie immer T10 und dieses Mal 7 gegen 7 mit einem Schlachtschiff maximal und keinen Flugzeugträgern. Ihr könnt wie immer eine ganze Menge an Belohnungen, unter anderem bis zu 11.000 Stahl sind da drinne, verschiedene Karten. Es wird nochmal einen separaten Artikel, das kennt ihr auch schon, von Wargaming geben, der das Ganze vorstellt. Eine Besonderheit gibt es aber, und zwar auf 3 Karten, nämlich Bergkette, Land des Feuers und Nordens. Wenn die kommen, gibt es garantiert einen Zyklon. Der steht dann auch zu einer bestimmten Zeit, also der kommt nicht überraschend, sondern wenn ihr die Karten habt, dann werdet ihr auch wissen, wann der kommt. Und ihr habt dann eine eingeschränkte Sichtweite. Aber das wird, wie gesagt, alles nochmal ganz genau vorgestellt. Das Ganze geht los am 22. Januar und geht bis zum 9. März. Jo. So ist das. Und die Sichtweiten ändern sich da auch bei dem Zyklon, habe ich gerade hier noch gelesen und so, ja, Sachen. Also von 12 auf 8 Kilometer dann halt in der Zeit. Das könnte durchaus strategisch eine interessante Sache sein. Ja, ich finde, die haben sich hier sogar verschrieben in einem Zufallsgefecht. 12 statt der gewohnten 8. Ja. Also naja. Irgendwie, naja, merkwürdig. Aber wir fahren ja eigentlich gewertet, also Clangefechte und nicht Zufallsgefechte, aber naja. Wortklauberei, würde man jetzt sagen. Genau. Einzigartige Zufallsgefechte. Nein, aber einzigartige Verbesserung ist das nächste Stichwort. Genau, also wir hatten darüber schon berichtet in einem der Ausblickfolgen. Die einzigartigen Verbesserungen werden in Zukunft anders erhältlich sein. Jetzt nochmal ganz klar und tacheles gesprochen. Wenn ihr jetzt Aufträge für legendäre oder einzigartige Verbesserungen habt, ne, dann werden diese Aufträge erhältlich sein oder erfüllbar sein bis Ende des Jahres, also bis Dezember 2020, 31. ganz genau. Sofern ihr die angefangen habt, muss man dazu sagen. Genau, ihr müsst das T10-Schiff vor Update 091 quasi erreicht haben und das erste Gefecht gefahren sein, weil dann wird der Auftrag freigeschaltet. Wenn ihr mit Update 091 freischaltet, diese T10-Schiff, und dann das erste Gefecht fahrt, dann gibt es die Aufträge in Zukunft nämlich anders. Nämlich über das Forschungsbüro, wo ihr die dann, da die Sachen, über die Punkte dann wohl einlösen könnt. Also wie genau, ist jetzt hier noch gar nicht klar. Wie viel es dann kosten wird und so eine ganzen Geschichten ist auch noch nicht klar. Aber nur noch mal, ihr verliert keine Aufträge in dem Sinn. Ihr habt bis Ende des Jahres Zeit, wenn ihr die Aufträge jetzt noch nicht erfüllt haben solltet. Das ist ja Stand, ne? Mit der Veröffentlichung des Updates 092 werden einzigartige Verbesserungen im Forschungsbüro der Waffenkammer erscheinen. Auch die Herausforderungen und Kampfaufträge für die einzigartigen Verbesserungen werden sich ändern. Ja, ich finde den letzten Satz ganz besonders schön, nämlich die vorhandenen Verbesserungen werden mal überarbeitet und es wird vor allem in Zukunft einige neue hinzukommen, weil wir haben ja so das Problem auch, es gibt viele T10-Schiffe, für die gibt es Legendary-Module
Und es gibt aber auch einige neuere, für die gibt's das noch nicht. Und da hofft man natürlich, vielleicht mal Harugumo oder sowas in der Richtung, dass dann einige neue auch hinzukommen werden. Ich freue mich auf das neue OP-Schiff, die Kreml mit dem legendären Modul. Weil die Flak, also ihr könnt mir gut vorstellen, dass das legendäre Modul dann sowas bekommt wie die Flak-Stellung werden wieder 50% mehr DP, TP bekommen. Deswegen wurden sie jetzt ja gerade erst genervt. Nein, das ist jetzt nur Ironie oder Sarkasmus, wie auch immer ihr das wollt. Es ist nur Spaß, aber natürlich geht es hier darum, dass die T10-Schiffe, die jetzt noch kein legendäres Modul haben oder einzigartige Verbesserungen haben, ist beides das Gleiche, dann eins bekommen. Ne? Genau. Das ist dann nämlich auch immer so ein bisschen, ne? Einmal heißt es legendäre Module, hier heißt es Verbesserung. Also man muss immer ganz genau hingucken bei Wargaming, was wird wie wo geäußert und übersetzt. Ja, legendäre Module ist eher so der Schnack aus der Community und einzigartige Verbesserung ist die offizielle Bezeichnung von Wargaming für diese Sache, ne? Okay, let's go. Wir kommen zu legendären Schiffen. Und zwar, ihr erinnert euch, der eine oder andere hat sie vielleicht noch im Hafen, der eine oder andere hat sie leider nie bekommen oder hat sie wieder verkauft. Die ARP, also die ARP-Schiffe, die ja zusammen mit einem Anime damals ins Spiel kam und die, also mit, oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen, Arpeggio of Blue Steel oder sowas in der Richtung. Genau. Die werden zu Premium-Schiffen. Das heißt, ihr könnt mit denen jetzt echt mehr Kreditpunkte verdienen und permanente Tarnung gewähren euch noch ein paar Boni mehr. Da gibt es auch für die Takao noch eine neue Tarnung. Und für alle die, die sie verkauft haben, ne, gehöre ich unter anderem auch mit dazu. Ich auch, zum Teil. Es hat euch nochmal der Hinweis gestattet, alle halbe Jahre könnt ihr eure verkauften Schiffe zum Beispiel über den Support zurückgehalten. Ihr müsst dann nur die entsprechenden Materialien oder Credits oder Dublonen im Hafen haben. Ja, wir haben dazu auch einen Facebook-Post auf unserer Facebook-Seite. Also es wird definitiv die Möglichkeit geben, diese Schiffe für Credits wieder zurückzubekommen. Also man kann das da beantragen. Da sind auch die Links mit drin. Ihr braucht da nur raufklicken. Einfach facebook.com/seacrowds ein bisschen runterscrollen und dann findet ihr den Link dazu und alles, was ihr dazu wissen müsst, wie man das beantragt und so weiter und so fort. Und dann habt ihr ein paar mehr Premium-Schiffe, wo ihr Credits mit verdient. Apropos Premium-Schiffe, ich habe ja vorhin Blödsinn erzählt, es wird ja doch neue Schiffe geben. Das wissen wir auch, und zwar steht das Mondneujahr vor der Tür. Genau. Das, und da gibt es Schiffe, die du schon testen konntest. Das ist tatsächlich so. Es gibt ein Schiff, wo ich mich besonders drauf freue. Ich weiß, der ein oder andere lacht darüber. Ich freue mich auf die Baji. Die hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Wukong, ja, damit kam ich nie so richtig. Also ich hatte nie einen, bin sie nie häufig genug gefahren, um mir jetzt ein wirklich vernünftiges Urteil zu erlauben. Und die Siliwangi, die war für mich so dermaßen langweilig, muss ich ehrlich sagen, dass ich sie 3-4 Mal getestet habe und danach habe ich sie nicht weiter gefahren, beziehungsweise hatte dann auch nicht mehr die Option, weil sie mir dann, also allen CCs dann wieder weggenommen wurde. So kann ich jetzt also keinen anderen Eindruck schildern, außer den, den ich in unserem Ausblickvideo für dieses Schiff schon gemacht habe. Die kommen ins Spiel, aber wie? Also, wir vermuten mal, ne? Wir kennen das ja vom letzten Jahr, Irian etc. Also, Container vermuten wir mal alle wieder. Mhm. Aber es kann sich auch alles ändern und auch darüber wird es noch ein extra Artikel bei Wargaming und natürlich auch bei den Seacrowds geben, wie die ins Spiel kommen, wann es losgeht, was man dafür berappen muss und so weiter. Genau, auch dazu haben wir schon ein Video gemacht. Alles natürlich damals Work in Progress, so wie es auch heute ist. Wir wissen nicht ganz genau, wie das mit den Containern und so weiter dann eben laufen wird. So, und dann gibt es noch ein paar Veränderungen. Erstmal die interessanteren. Und zwar, es werden ein paar Schiffe verändert. Ja. Da muss ich sagen, habe ich schon nicht schlecht geschaut. Ja. Also, als ich das so gesehen habe. Ich habe mich auch gefreut, als das jetzt vor kurzem angekündigt. Und zwar zum Beispiel über die Hindenburg. Ja, ihr wisst ja, die wurde jetzt mehrfach verändert, also genervt eigentlich. Die kam mal von 10 Sekunden, ist dann hoch auf 11,5 oder 11 Sekunden, wurde dann gebufft auf 10,5 Sekunden und jetzt hat man festgestellt, das ganze Nerven, das war völlig umsonst, wir brauchen nämlich noch einen Buff und gehen jetzt sogar unter die ursprüngliche Zeit, nämlich von 9,8 Sekunden und dann könnt ihr zum Beispiel mit dem sechsten Slot, also Hauptbewaffnungsmodifikation 3, sogar wieder eine Nachladezeit von unter 9 Sekunden erreichen, also 8, irgendwas ist dann drin und dann die Hindenburg wieder mehr brutzeln, also mehr Feuer legen, zumindest auf der Distanz und dann in der Nähe ist die AP ja auch nicht zu verachten.
So, und eines der Opfer der Hinburg könnte dann die Montana sein, die dann mal weggebrutzelt wird. Und da haben sie festgestellt, Montana gegenüber anderen erforschbaren US-Schlachtschiffen ist in der Reparaturmannschaft etwas zu schwach auf der Brust. Und deshalb haben sie die regenerierbare Menge von Trefferpunkten jetzt halt ganz leicht von 0,5 auf 0,6 wieder angehoben. Das heißt, ihr werdet etwas mehr damit wieder reparieren können. Das ist pro Sekunde 0,66. Ist auch die Standardreparaturmannschaft von allen amerikanischen Schiffen bis einschließlich T9. Warum sie damals bei T10 dann gesagt haben, wir machen hier nur 0,5, ist mir bis heute noch schleierhaft. Jetzt machen sie es wieder richtig und es ist quasi nachvollziehbarer, dass im ganzen amerikanischen Baum für alle Schlachtschiffe 0,66% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes eben gibt. Und das, glaube, das sorgt so ungefähr, ich glaube, für 5.000 oder 6.000 mehr Trefferpunkte, die ihr herstellen könnt. Ist jetzt nur grob so ein Bauchgefühl, sage ich jetzt mal. Ist doch aber gut. Ja. So, und dann haben wir noch die Kremlin, die eindeutig dann, als sie ins Spiel kam, haben ja viele gebrüllt, oh, die ist OP und OP und so weiter, ist sie nicht. Aber man hat trotzdem festgestellt, so ein klein bisschen OP, zumindest in einem Punkt war sie dann, und zwar was die Flugabwehrlafetten angeht. Genau. Die waren wohl bisher irgendwie fast unzerstörbar, wenn man das so liest. Also sie haben einfach sehr lange im Gefecht überlebt und der Trefferpunktevorrat wird eben jetzt halbiert und damit möchte man gerade im Mid- und Late-Game dafür sorgen, dass die Kreml leichter von Flugzeugen angeflogen werden kann. Das heißt nicht, dass der Flugzeugträger jetzt keine Flugzeuge mehr verliert, aber eben weniger Flugzeuge verliert sozusagen und damit die Kreml möglicherweise ein Ticken besser bekämpfbar sein soll. Das ist das, was Wargaming sich davon verspricht. Ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich so ist, weil das natürlich auch nur in Gefechten wirkt, wo ein Flugzeugträger dabei ist. Und das ist ja nur nicht in jedem Gefecht so. Ja, nee, das stimmt. Das ist richtig. Und so, es gibt noch ein paar Änderungen zu anderen Schiffen. Die werden wir euch jetzt nicht ganz so ausführlich vorstellen. Bei der Bluzkawicka haben sie die Richtwinkel der Torpedo vergrößert. Es gibt Änderungen bei Stufe 3 Zerstörer beim Französischen. Die Mogador wurde ein bisschen sichtbarer gemacht, weil sie eindeutig zu schnell wutsch ins Gefecht geschossen und wieder weg. Also da haben sie gesagt, okay, müssen wir machen. Dann auch ein ähnliches Problem, und zwar sie haben die Kleber etwas verändert, oder sie wird verändert, sagen wir mal so. Deutlich verändert. Zu Wasser 1 Kilometer mehr Sichtbarkeit, zu Luft 0,5 Kilometer draufgepackt. Wenn der Nebel steht, geht dann 0,5 Kilometer weiter auf, also wenn ihr dann die Hauptgeschütze benutzt. Und die Torpedos werden auch quasi 400 Meter weiter sichtbar sein. Die Torpedos sind sehr, sehr schnell. Und auch das Schiff an sich ist super mega schnell und da gab es wohl auch Interpretation von Wargaming oder die Aussage von Wargaming dazu, dass die Überraschungsangriffe waren super stark, man konnte sich kaum vernünftig gegen diese DDs wohl wehren, gerade wenn man dann eben die Inseln mit ausgenutzt hat, dass man um die Ecke kam, in der Regel konnten die Schiffe, die dann geradet wurden sozusagen, kaum vernünftig verteidigen. Damit möchte man jetzt dafür sorgen, dass der DD irgendwie früher aufgeht, wobei hinter einer Insel ist das auch relativ, ja, aber ja, dass man auch die Torpedos sich gegen diese Torpedos eben auch besser wehren kann, ein Stück weit besser wehren kann. Naja, es waren diese berühmten Achtung, da taucht plötzlich eine Kleber auf und dann ist sie auch schon wieder weg. Geschichten, die halt auch für die Mogador gelten und dem will man so ein bisschen entgegenwirken, weil hast du eine Divi von 2 Kleber irgendwie im Gefecht, dann weißt du schon, das wird Horror. Also insofern, ja. Und das ist noch die milde Version. Es gibt ja auch Divis mit 3 Kleber. Ja, das hat man auch schon gesehen und gehört. So, ja. Zum Schluss haben sie noch den Henri, den französischen T-10-Kreuzer Henri, verändert. Und zwar, da haben sie auch gesagt, der war so schnell mit seinem Motorboost und seiner Standardgeschwindigkeit unterwegs, dass er teilweise den Geschossen, wenn jemand Geschossalarm oder Beschussalarm drauf hat, konnte er einfach mühelos ausweichen. Und da haben sie jetzt gesagt, okay, sie sagen, okay, der Schiffsantrieb wird zwar etwas schneller bis zur vollen Leistung kommen, aber dafür wird der Beschleunigungsparameter beim Verbrauchsmaterial ein wenig verändert, sodass das insgesamt, also wenn ihr jetzt den Motorboost aktiviert habt, Beschleunigung mehr der bisherigen Standardbeschleunigung entspricht. Also er wird ein bisschen sanft ausgebremst, sagen wir mal. Ja, so kann man das sagen. Am Ende, ihr gebt Gas und es passiert nicht mehr so viel. Das Schiff hat weniger PS gefühlt. Genau. Ein paar so. Ruder mehr. So, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Ob da nur Gegnerbeschuss und so weiter. Also ich habe es nie so genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich versucht, anders dem ganzen Kram zu entziehen, aber das ist relativ. Müssen wir mal gucken, vielleicht ändert sich das ja dann später auch wieder.
Gut, so, gehen wir weiter voran. Ein paar grafische, optische Änderungen gibt es noch. So ist es. Jetzt aber nichts Weltbewegendes. Es werden wieder mal ein paar Karten überarbeitet und die haben an der Wasserreflexion gearbeitet. Ja, ne? Also, ja. Ich finde es eher interessant, was sie im Hafen gemacht haben. Das finde ich schon ganz, ganz gut. Und was haben sie denn da gemacht? Oder was werden wir da an Veränderungen sehen? Na, allgemein wird die Hafen-Performance wohl, wenn man die Fenster, Feldzüge, Kampfaufträge und so weiter öffnet, wohl besser werden. Das ist immer noch nicht alles und das ist auch noch nicht das letzten Rateschluss, so nach dem Motto. Aber es wird weiter daran gearbeitet. Aber eine Sache, die werdet ihr wahrscheinlich regelmäßig und dann bei uns auch in den Schiffseinweisungen und so weiter sehen, dass sich da was an den Panzerungen getan hat, und zwar bei der Farbgebung der Panzerung. Das ist jetzt, die haben das Farbspektrum dieser ganzen Geschichte jetzt ein bisschen erweitert und es soll deutlicher hervorgehoben sein, wo man schwach und wo man eben stark gepanzert ist. Ja, es ist jetzt quasi ein Farbverlauf von grün zu dunkelrot und nicht mehr mit blau dazwischen und so weiter. Das war ja irgendwie nicht so richtig schlüssig und hier ist es jetzt irgendwie schlüssiger geworden. Die Panzerung an sich haben sich jetzt nicht wirklich verändert. Also die Schiffe sind jetzt nicht dicker gepanzert oder so, auch wenn die Farbe sich verändert hat. Aber man kann jetzt zum Beispiel bestimmte Bereiche des Schiffes besser auswählen. Also mit den Torpedowülsten und so weiter, die hier an der Seite separat ein- und ausblendbar sind. Also eine Sache, das soll euch in die Lage versetzen, besser zu registrieren, wo ihr stark und wo ihr schwach gepanzert seid und wo die Torpedowülste überhaupt sind, um den Schaden zu verringern, weil dafür sind sie da. Wenn ihr Torpedo bekommt und nicht ausweichen könnt, dreht die Torpedowülste in die Torpedos. Das ist genau der Ziel. Da bekommt ihr weniger Flutung oder weniger wahrscheinlich eine Flutung und ihr kassiert deutlich weniger Schaden, als wenn der Torpedo euch dann vorne trifft, wo keine Torpedoschadensverringerung angebracht ist. Finde ich ein interessantes Thema, könnte man mal in einem extra Video vertiefen, weil das dürfte vielen gar nicht so bekannt sein. Wie das dann auch wie es dargestellt wird und wo man darauf achten muss und so weiter. Okay, gehen wir aber an der Stelle mal weiter. Jetzt kommt eine neue Tarnung ins Spiel, die wird aber für die wenigsten greifbar oder habhaar sein. Das ist nämlich eine Tarnung, die nur für die, hier heißt es Freiwillige, aber sie heißen, wie heißen die bei uns? Freibeuter. Freibeuter, genau, nicht Freiwillige, weil es sind keine Freiwilligen, also sind es schon, aber nicht jeder kann sich da melden, sondern für also, die Freibeuter. Also ich kann mir das einzig so erklären, dass sie eben auch Freiwillige genannt haben, weil es eine Menge helfende Hände im Hintergrund gibt, die kaum in Erscheinung treten. Freibeuter sind ja eigentlich diejenigen, die für Events da sind und da zumindest in Erscheinung treten und sagen, hier, wir organisieren etwas in der World of Warships Szene und Freiwillige sind ja diejenigen, die quasi, so wie unser Loradak zum Beispiel, der im Wiki arbeitet, ja, genau. Und da Artikel schreibt, ins Deutsche übersetzt oder noch weitere andere, die ganzen Forumsmoderatoren, die jetzt neu dazugekommen sind im letzten Jahr und so weiter, das sind am Ende alles Freiwillige, die der Community helfen und natürlich auch World of Warships helfen, wir sind alle ein Team, ja, und ja, dafür wird es in Zukunft wahrscheinlich irgendwie Tarnung geben, wie genau die dann diejenigen bekommen werden, ist nicht ganz klar, also geht hier nicht hervor aus dem Text, aber zumindestens wird es das wohl geben. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Nur so macht das irgendwie Sinn. Ne? Verbrauchbare Tarnung für Freiwillige als Belohnung für die World of Warships Freiwillige hinzugefügt. Das ist das Einzige, was da steht. Dann permanente Tarnung wird es aber geben. Und die kann man sich kaufen für Dublonen, für einige Schiffe. Sei nur mal kurz erwähnt, die Warspite, die Gascogne, die Richelieu, die Republik und noch einige andere. Also einfach mal in der Waffenkammer dann drauf achten, dass es da neue Tarnungen, permanente gibt. Das seht ihr aber auch direkt, wenn ihr aufs Schiff geht und auf Äußeres und dann auf Tarnung, da seht ihr das dann auch. So ist es. Und es gibt einige neue Schiffe zum Testen wohlgemerkt, die wir dann demnächst beim Andi wahrscheinlich alle sehen. Ich mach's jetzt ganz kurz. T1 bis T10, paneuropäische Zerstörer bzw. Kreuzer, die Greif ist ja ein T1-Kreuzer. Die werden wir dann demnächst zusätzlich in unseren Livestreams sehen und präsentieren können. Ich werde versuchen, das dann irgendwie von der Wortwahl besser zu treffen, nachdem mir beim letzten Mal gesagt wurde, dass sich das irgendwie erbärmlich angehört hat. Ja. Also Romulus kann man einfach nur Romulus. Ja, finde ich jetzt auch. So ein aber, Rispi, ja. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht den T6, wie ich den ausspreche. Westeres. Also, so würde ich es aussprechen. Ja. Okay, wir holen jetzt also einen Schweden dazu, der wird uns das dann ausführlich erklären können. Ich glaube, Loradak kann das ganz gut, hat er geschrieben. Genau. Also,
Mir fehlt hier eigentlich die T11, Smörrebröt oder sowas in der Richtung. Die Smallland. Ja. Okay, es gibt da noch einige Änderungen, die sind aber durchweg fast alle nur kosmetischer, optischer Natur. Die könnt ihr euch selber dann alle mal zu Gemüte führen. Ein paar Beschreibungsfehler, aber fast alles ist wirklich irgendwie optischer Natur. Rein optischer Natur, dass man Zeppelin verschwunden ist, der jetzt dann wieder da ist und all so eine ganzen Geschichten. Oh, ja, also das hat wirklich kaum oder so gut wie keinen Einfluss auf irgendein Gefecht. Zumindest konnte ich das jetzt nicht groß erkennen. Hier geht es auch um erweiterten Zuschauermodus bei den Übungsgefechten und all so ganze Sachen. Ja. Das spielt wirklich nicht groß eine Rolle und darum wollen wir es auch dabei wenden lassen. Jetzt ist meine Frage, Uwe, an dich. Auf was freust du dich am meisten in Update 00? Ich gebe zu, ich freue mich auf die britischen schweren Kreuzer. Ich hoffe, dass ich das eine oder andere Schiff davon ergattern kann. Und ich hatte die Gelegenheit, mir damals die Goliath etwas näher zu betrachten. Und ich freue mich auf die anderen. Irgendwie ist das so etwas, was mir liegen könnte. Und worauf freust du dich jetzt? Außer auf die ganzen europäischen Zerstörer, die du ja gerne fahren wirst. Ja, einmal auf die Budgie. Ich hoffe, dass ich irgendwie die Chance habe, in diesem Container die Budgie zu finden. Ja. Komm, jetzt sag's auch. Es ist eigentlich eine Izumo. Eine geilere Izumo. Da die Izumo niemals geil war, kann da nicht viel passiert sein. Nein, ich hab's ja gesehen. Wukong könnte mich auch noch interessieren. Ja. So als Gegenpart zur Irian, die ich ja sehr gerne habe. Ja, sonst, naja, wie gesagt, was du schon gesagt hast, die Testschiffe, da bin ich sehr gespannt. Es werden wahrscheinlich nicht nur diese sein, das weiß ich nicht genau. Ja, das hier sind immer die neuen Schiffe, die hinzugefügt werden. Die alten Testschiffe, die könnten ja theoretisch auch in irgendeiner Art und Weise wieder erscheinen. Ja, und dann, einfach auch eine spannende Zeit, wieder neue Inhalte. Weihnachten ist jetzt durch, so langsam ist es jetzt auch ein bisschen ausgelaugt, sagt der ganze Thema, mit Weihnachten und Co. und Neujahr und so weiter. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder frisch ins neue Jahr starten und dann, einfach ein bisschen Spaß haben, auch mit diesen Verbesserungen, die da jetzt sich verändern und so weiter. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was sie dann auch für Aufgaben für haben werden und so weiter. Das wird man ja dann mit der Zeit nachher mitbekommen. Jetzt bleibt eigentlich nur... Was eigentlich schon mit dem Update 0090? Mein Gott, das ist ganz komisch, wenn man 0 und 9 irgendwie verhaspel ich mich da immer. Was bleibt uns noch? Ja. Eigentlich nur euch eine schöne Zeit zu wünschen und dran zu denken, holt euch das schon mal den Download vorher. Ihr wisst, am Donnerstag dann, wenn es soweit ist, dann sind die Server immer etwas langsamer unterwegs. Also schon mal vorab den Download holen und am Donnerstagabend dann mit uns das neue Update begrüßen. So ist es. Wir haben nämlich am Donnerstag, also am dem 16., dann auch das Welcome Update 000 Stream, was ihr quasi jetzt ja schon kennt, immer wenn das Update kommt, dann streamen wir für euch ein, zwei, vielleicht auch drei Stündchen, je nachdem. Und das geht dann um 20.15 Uhr wieder auf allen unseren Plattformen los. Bis dahin, viel Erfolg beim Runterladen, vielleicht beim Vorschnuppern schon mal auf dem amerikanischen Server, wo das Update schon ab Mittwoch verfügbar ist. Und ja, bis dahin, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich sage danke an Uwe und ja, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Sigrist-Team. Genau, bis bald. Und euer Andi. Ciao, ciao.